Was geht, Corey hier. In meinem Leben hatte ich oft die Chance, Menschen von Jesus zu erzählen. Und anstatt denen von meinen Erfahrungen mit Jesus zu erzählen, bin ich eher diesem Thema immer aus dem Weg gegangen. Außerdem, was genau soll ich eigentlich sagen? Ich habe ja schon mal erzählt, dass ich eher so ein Doppelleben geführt habe. Auf der einen Seite war ich sonntags in der Gemeinde und habe auch selber gebetet und in der Bibel gelesen. Aber auf der anderen Seite habe ich mein Studentenleben zum Beispiel geführt, ohne von meinem Glauben zu reden, ohne von dem zu erzählen, wovon ich eigentlich überzeugt war. Aber die paar Mal, wo ich doch die Möglichkeit gehabt hätte, so tiefer ins Gespräch zu gehen, wusste ich gar nicht, was ich überhaupt sagen soll. So, ich hatte all das Wissen, habe ich mir angeeignet, aber was soll ich überhaupt sagen? Was ist so eine Sache, von der ich erzählen kann, woran ich glaube? Heute, Jahre später, bin ich mir zwar immer noch nicht so 100% sicher, was man so sagen kann, aber ich habe dir heute 5 Bibelverse rausgesucht, die du nutzen kannst, um andere Menschen von deinem Glauben zu erzählen. Und damit sie das hören, was sie nicht verpassen dürfen. Starten wir mit Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Was alle verstehen müssen, ist, dass wir alle im selben Boot sitzen. Keiner hat es geschafft, Gottes Standard einzuhalten. Manche sagen vielleicht, ja, ich bin doch eine gute Person, ich helfe dieser Person oder helfe dieser Person. Aber Gott sagt nur, ja, das ist schön und gut, aber es ist nicht perfekt. Aber perfekt braucht es, um bei Gott zu bestehen. Römer 6, 23, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen. Aber da heißt es, der Lohn der Sünde ist der Tod. Gott hat diesen Standard und wenn wir diesen Standard nicht einhalten, was verdienen wir dann? Den Tod. Der zweite Vers ist Römer 5, Vers 8. Gott aber erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Das Ding ist, Gott ist auf unserer Seite. Er liebt uns sogar aus irgendeinem unerklärlichen Grund. Und deshalb hat er uns auch die Lösung für alles gegeben. Also so kannst du es sehen. Gott ist perfekt Liebe, aber auch perfekt gerecht. Also er wird nicht einfach sagen, oh, du hast diese Straftaten getan, ich lasse dich frei. Nein, denn perfekt gerecht ist, dass du für deine Straftaten Rechenschaft abgeben musst. 2. Korinther 5, 21. Denn Gott hat Christus, der ohne Sünde war, mit all unserer Sünde beladen und verurteilt, damit wir freigesprochen sind und vor ihm bestehen können. Oder Johannes 3, 16. Denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Diese 2 Bibelverse sagen es ganz klar. Die Strafe muss bezahlt werden. Aber Gott, der einfach perfekt liebt, seinen Sohn geschickt. Er war komplett rein. Er nimmt aber all unsere Schuld auf sich und bezahlt sie. Das ist crazy. Stell dir das einfach mal hier auf dieser Erde vor. Du hast gerade die Bank ausgeraubt, hast sonst wen getötet, stehst vor Gericht und da sitzt jetzt vor dir ein 100% gerechter Richter. Und plötzlich kommt einer in den Raum rein und sagt, ja, sorry, ich zahle dafür, ich gehe dafür ins Gefängnis, ich mache was auch immer es wert ist, damit dieser Typ das nicht mehr machen muss. Genau das hat Jesus für uns getan. In Johannes 3,16, einer der bekanntesten Bibelverse, steht auch, wer glaubt, hat ewiges Leben. Heißt, ja, Jesus hat das für dich und für mich und für alle Menschen auf diesem Planeten gemacht. Trotzdem müssen wir dieses Geschenk doch annehmen, weil jetzt ist Jesus in den Saal reingekommen und er sagt, er zahlt dafür, der Richter guckt dich an. Möchtest du das? Dann musst du nur noch ja sagen. Das heißt, du musst glauben, dass Jesus das gemacht hat, wenn wir an ihn glauben. Und die Rede ist natürlich hier von dem echten Glauben. Ich habe ein anderes Video darüber gemacht, ihr könnt euch gerne das anschauen. Aber es ist nicht einfach nur, ich glaube an die Tatsache, sondern es ist viel, viel, viel mehr. Und als nächstes kommt, wie eben schon besprochen, Römer 6, 23. Und hier fokussieren wir uns eher auf die zweite Hälfte, und zwar,
Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unseren Herrn, ewiges Leben. Dadurch, dass Jesus jetzt für uns leidet, was crazy ist, dürfen wir ewiges Leben haben. Wir bekommen ein Geschenk für gar nichts. Eine Belohnung für etwas, was wir, lass mich rechnen, 0% verdient haben. Gott schenkt. Heißt, wir können nichts dafür. Es hat nichts mit unserer Kraft zu tun, nichts mit unserem Verdienst zu tun, sondern Gott schenkt. Und der letzte Vers, der einfach jeder hören muss, ist Römer 10, Vers 9. Denn wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Jeder Mensch auf diesem Planeten muss einfach bekennen, dass er Jesus folgt. Das heißt, wir dürfen nicht meinem alten Vorbild folgen. Ein Christ im Schatten. Niemanden vom Glauben erzählen. Niemanden von Jesus erzählen. Du musst nicht unbedingt jetzt aufstehen, raus auf die Straße gehen und sagen, ich folge Jesus nach. Das wäre zwar cool, aber das müssen wir nicht. Aber was dringend, dringend ist, ist, dass wenn dich jemand fragt, ob du Jesus nachfolgst, dass du das bejahst. Aber mit unserem ganzen Leben sollten wir zeigen, dass wir Jesus folgen. So wird jeder einzelne Mensch gerettet. Ich hoffe, ich konnte dir jetzt ein paar Bibelverse mitgeben, die einfach so essentiell sind, zu verstehen, was wir glauben, aber jeder Mensch einfach hören muss. Das heißt, geht jetzt raus, ich entlasse euch in die Welt, sagt das den Menschen, die müssen es hören. Und auch ich muss jetzt anfangen, das mal viel, viel genauer, direkter zu sagen. Und deshalb dieses Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ihr dürft das YouTube-Ding machen, so abonnieren und liken und wie auch immer. Ist nicht so wichtig. Ich werde es auch noch machen, wenn nur eine Person mir dabei zuschaut. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Corey hier, ihr da. Alles klar.